Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten Adventskalender-Unboxing für dieses Jahr. Ja, mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Degusterbox-Adventskalender 2018 und alter Schwede, ist der groß. Boah, er ist einfach riesig, oder? Tada! Krass. Deswegen konnte ich auch nicht so ein Thumbnail machen, wo ich den hier so halte, sondern wo ich mich da irgendwie vorkrübbeln muss. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Positiv anzumerken, die Kläppchen sind schön groß. Man wird die schön aufkriegen, hoffe ich. Ja, wir schauen mal. Das zweite Positive, was ich anzumerken habe, ist, dass in jedem Kläppchen auch tatsächlich noch eine kleine Beschreibung mit drin ist, ein kleines Kärtchen. Das finde ich total süß. Und auch der Preis davon. Das ist sehr praktisch. Dann legen wir mal los. In der Nummer 1 haben wir süße Schneemänner. Das sind so Marshmallows. Und das kommt von der Firma Naschlabor. Geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich mag unheimlich gerne Marshmallows. Und ja, das ist toll. Und dann noch so süße Schneemänner. Ich meine, ne, nach Schneemännern sieht das noch nicht so wirklich da drin aus, aber ganz ehrlich, das sind Marshmallows. Wie will man das sonst auch hinkriegen? Naja, ist süß. In der Nummer 2 haben wir von Scarby & Ray einen Schokorotwein. Ach was, das ist interessant. Ich trinke ja normalerweise nicht so viel Alkohol oder so gerne Alkohol, aber jetzt zu Weihnachten darf man sich das mal gönnen und da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich liebe Schokolade und Schokorotwein. Mal gucken. Hört sich auf jeden Fall interessant an und hallo, das Etikett ist pink. In der Nummer 3 haben wir Nicknacks drin und ich liebe Nicknacks. Oh, yum, 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 yum. Die werden nicht lange hier überleben. Ich finde es total super. Mm, von Lorenz. Oh, die mag ich, die liebe ich, da stehe ich drauf. Ich mag allgemein Erdnüsse, aber ich liebe es, wenn da so ein geiler Teig drum zu ist, der so schön würzig, salzig ist. Der so knackt, wenn man drauf beißt. Das ist geil. Das ist richtig geil. Hammer. Das finde ich richtig cool. In der Nummer 4 haben wir von Blockhaus die Burgersoße. Die liebe ich. Die finde ich so lecker. So geil, dass sie drin ist. Oh, yum. Geil. Wir haben wieder einen Grund, wieder selber Burger zu machen. Fantastisch. Das gefällt mir. Boah. Habt ihr schon mal bei Blockhaus gegessen? Stimmt doch mal hier oben ab. Ich habe schon in jeder Großstadt, wo ich war, habe ich immer irgendwie bei Blockhaus gegessen, weil es so lecker ist. Moh. Nom, nom, nom. Nom. Da sind echt leckere Produkte drin, ne? Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. In der Nummer 5 haben wir von Fruchtbar so ein Kindersmoothie drin. Das ist mit Kirsche und Banane. Sowas finde ich richtig lecker. Richtig toll, das kann ich mal mit zur Arbeit nehmen und meine Portion Frucht essen. Auch wenn ich 29 bin, darf ich auch Kiba für Kinder von Fruchtbar essen. Ja, cool. Ich meine, es ist ab 6 Monaten, ne? Das heißt nicht, dass es irgendwann aufhört. Also von daher keine Altersbegrenzung nach oben. Ja. Es ist Nikolaus, der 6. Dezember und drin haben wir Dresdner Russischbrot, was ich richtig lecker finde. Das ist nicht nur ein Kinderprodukt, sondern auch durchaus ein Erwachsenenprodukt, was ich gerne auf den Kaffeetisch stelle. Richtig lecker. Ich habe das von Dr. Quent noch nie probiert. Also das Original, sage ich mal. Ich habe das immer nur dann wahrscheinlich als billige Nachmache gegessen. Fand es aber immer richtig lecker. Und dann war noch mit drin Winterzauber-Dinkelchen. Knuspergebäck mit 32% Dinkel und 2% Weizen in weißer Schokolade. Okay, süß. Sowas habe ich auch noch nie probiert. Weiße Schokolade mag ich unheimlich gerne, mag ich noch lieber als dunkle Schokolade. Yum, yum. Oh, noch knuspriger mit feiner Zimtnote. Ja, es ist ein Adventskalender, Leute. Ne? Die Nummer 7 ist eingepackt in Luftpolsterfolie, weil wir da einen Likör drin haben, der unheimlich cool verpackt ist. Und da diese Kläppchen ja relativ groß sind, würde das so drin hin und her wubbeln. Also gut mitgedacht. Und sieht der Kerl nicht unheimlich cool aus? Mai Zirbe. Da steht der Zapfen. Ist wahrscheinlich was anderes mit gemeint, aber der junge Herr hier vorne drauf macht das auch ganz süß.
Ja. Ein Zirbenlikör. Ich habe keine Ahnung, was Zirbe ist. Wahrscheinlich irgendeine Frucht aus Bayern. Ne? Wird auf jeden Fall Weihnachten bei uns serviert. In der Nummer 8 haben wir von Tartex so einen Brotaufstrich Linsenliebe. Wir hatten schon mal in der Degusta-Box einen drin mit Erbse irgendwas. Der war so lala. Den habe ich so probiert. Also der war richtig mit Stückchen. Ist halt sehr, sehr, sehr gesund. Beluga-Linse Balsamico ist hier dann die Richtung. Okay, mit Linse, Balsamico und... Ja, mit Linse und Balsamico, ne? Wir gucken einfach mal und sind da ein wenig verhalten und vorsichtig, aber naja, so gesunde Sachen. Ich bin ja eher so eine Süße, ne, was Essen angeht. Die Nummer 9 sieht interessant aus. Das ist so eine Tube mit so einer matten Beschichtung, würde ich mal so sagen. Was ist das? Marmitube Premium, ein Fruchtaufstrich. Ach, das ist eine Marmelade. Interessant. Ich sag die ganze Zeit interessant. Hört sich lecker an, ernsthaft. Okay. Aber hier steht auch Sirup mit drauf. Also scheint das irgendwie so ein Sirup mit Kirsche zu sein. Ich mag Sirup, ich mag Kirsche. Es scheint süß zu sein. Da habe ich Bock drauf. Nee, hier steht ohne Zusatz von Farbstoffen, Konzentraten, Sirup. In Marmitube kommen nur beste sonnengereifte Früchte. Um die Natürlichkeit des Geschmacks zu bewahren, werden unsere Früchte in liebevoller Handarbeit besonders schonend erwärmt und gerührt. Die praktische Tube schützt ihren Fruchtaufstrich nachhaltig vor Sonnenlicht, hält ihn länger frisch und ist zu 100% recycelbar. Oh, das finde ich nett. Ja, lecker. Freue ich mich drauf. Ich freue mich vor allem, dass ich die Kirschvariante habe, ne? Denn ich bin Team Kirschmarmelade. Geil. Das sieht auch echt hübsch aus. In der Nummer 10 haben wir Kaffee drin von Melitta und der riecht durch die... Oh, riecht richtig, richtig gut. Mega. Wir haben tatsächlich eine Kaffeemaschine, die selber Bohnen mahlen kann, deswegen ist es ultra praktisch. Oh, riecht das gut. Oh, da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja, und das ist die Melitta Bella Crema Selection des Jahres. Fruchtig mit feinen Mangonoten. Ach, interessant. Stärke 3 von 5 ist auch gut. 100% Arabica-Bohnen mit Uluba-Bohnen aus Sambia. Mhm. Ja, finde ich geil, dass sowas drin ist, ne? Süß. Gefällt mir. Echt geil. In der Nummer 11 haben wir ein Glas Tomatenmark von Cirio drin. Ja, das ist definitiv ein Produkt, was man sehr, sehr gut und sehr, sehr bald verwenden kann. Finde ich nett. In der Nummer 12 haben wir von Mitsuba so einen Wasabi-Mix. Es ist schon wieder was Scharfes, ey. Und zwar hast du da, ich lese hier besser, Reiskräcker und teigumhüllte Erdnüsse mit drin. Sowas finde ich per se ganz lecker. Und Wasabi ist auch gar nicht so schlimm, also nicht so schlimm wie Chili, weil Wasabi brennt im Moment und hört dann wieder auf und Chili brennt nach. Das nur mal für euch so zur Info. Ja, also Wasabi ist schärfer im Moment, aber später dann halt weg. Und das ist Chili nicht. Ja, werde ich auf jeden Fall essen. Wird vernichtet. Lecker. In der Nummer 13 haben wir hier diese Penne Rigatte Nudeln drin. Die hatten wir letztens schon mal in der Degusta-Box selber drin. Ja, ne, ist eine hochwertige Verpackung, sieht alles ganz hübsch aus. Und... kann verwendet werden, zusammen mit dem Tomatenmark zum Beispiel und was auch immer. Da kann man sich schöne Nudeln mitmachen. Ja, praktisch. In der Nummer 14 haben wir Zimtsterne von Schulte mit drin. Toll, die sehen gut aus. Oh, schön groß. Oh, lecker. Ich habe mir letztens erst eine Packung Zimtsterne geholt und die auf Arbeit hingestellt, weil ich liebe Zimtsterne. Auch diese Packung wird sehr bald geöffnet und sehr bald vernichtet. Aber nicht jetzt, nicht heute, vielleicht morgen. In der Nummer 15 haben wir M-Eukal Gummidrops mit Pflaume-Zimt-Geschmack. Wir hatten letztens auch in der Degusta-Box M-Eukals Gummidrops drin, aber mit einer anderen Geschmacksrichtung. Mensch, die waren sehr lecker, sehr frisch, aber lecker. Und da die halt noch offen sind, brauche ich die jetzt nicht nochmal aufmachen. Ja. 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 Lecker. In der Nummer 16 haben wir von Kerrygold dieses Shortbread drin. Das hatten wir auch schon letztens mal in der Degusta-Box. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und ja, das wird auch auf jeden Fall noch gegessen. Schmeckt sehr butterig
und ist aber auch sehr, sehr sättigend. Also da kann ich selber vielleicht einen von essen und danach bin ich wirklich satt. Das, ja, reicht dann für einen Kaffeekeks, würde ich mal so sagen. Aber auf jeden Fall ziemlich lecker. Ja. In der Nummer 17 haben wir einen Tee drin mit Zitrone, Ingwer und Manuka-Honig von Pukka. Ja, der riecht jetzt schon ganz gut. Oh, du riechst echt diesen Ingwer raus, ne? Wow. Aber auch schon den Honig. Das finde ich super, dass da Honig drin ist, weil ich mir grundsätzlich gerne in meinen Tee Honig mache, weil das halt für die Stimme sehr gut ist, für den Hals. Und ja, cool. Den werde ich auch ausprobieren. Das ist ein super Winter-Tee. Nom, nom, nom. Bio-Tee vom Feinsten, würzig, süßer Glücksmoment. Oh, sowas finde ich immer sympathisch, ne? In der Nummer 18 haben wir eine kleine Tüte Erdnusslocken drin. Und wer mein letztes Degustabox-Unboxing geguckt hat, weiß, dass ich Erdnussflips liebe. Und die von Lorenz ganz besonders. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie mit hier sind. Die Jumbo-Erdnüsse habe ich noch nicht ganz aufgegessen, muss ich gestehen. Die werden heute Abend noch leer gemacht. Und danach sind die auf jeden Fall dran. Oh, richtig gut. In der Nummer 19, und sowas liebe ich ja, weil ich das immer schön mit auf Arbeit nehmen kann, ist ein Bio-Quinoa-Topf Tex-Mex von Reichenhof. Ey, ganz ehrlich, sowas finde ich echt wahnsinnig cool. Das kann ich mit auf Arbeit nehmen und mir dann einfach warm machen. Das ist doch praktisch, wenn man einfach mal am Vortag keinen Bock hatte zu kochen. Ja, finde ich super. Für die Faulen unter uns. Ja, das muss doch auch mal sein. In der Nummer 20 haben wir hier von Brandt die Mini-Zwiebackse mit Schoko. Richtig lecker. Und ich glaube, das sind sogar ein bisschen andere. Ja, das sind selber sogar Schoko-Zwiebacks. Also, das sieht man hier. Ne? Und die sind dann auch noch mit Schoko überzogen. Oh, das ist ja ein doppelter Yum. Richtig cool. Die kannst du auch super mal in eine Handtasche packen, in eine Handtasche, in meinen Handkoffer und mitnehmen, wenn du mal irgendwo unterwegs bist. Keine Ahnung, Zoobesuch, Picknick, weiß ich nicht, Städtetrip. Und dann hast du sowas mit dabei. Ist doch auch ganz nett. Ja, lecker. Nicht nur was für Kinder, auch für Claudis. Okay, an dieser Stelle liebe Grüße an Nasti. Ich habe hier die Trinkschokolade von Krüger Chill Out mit Lavendel. Okay, cool. Hatte ich jetzt letztens in einem Adventskalender drin, den sie mir gebastelt hat. Ich verlinke euch hier oben mal das Video. Ja. Ich habe befunden, dass ich es mag. Ich habe es mittlerweile auch richtig mit Milch probiert. Ich mache mir da nicht allzu viel von in die Milch, weil ich nicht gerne viel Kakao in meiner Milch habe. Aber wenn du dir das so als gute Nacht Drink machst, als Abendkakao, so wie ich das immer mache, ist das richtig geil. Du schmeckst den Lavendel ein bisschen, aber nicht zu intensiv. Also das ist sehr, sehr angenehm und es ist quasi so ein beruhigender Unterton, der damit bei ist und ich finde es lecker. Ja, kann man nicht allzu viel von trinken, aber so ein Glas am Tag finde ich gut, schmeckt mir wohl. In der Nummer 22 haben wir von Chio das Mikrowellenpopcorn in der Geschmacksrichtung süß. Das habe ich schon mal probiert und das finde ich lecker. Das funktioniert auch tatsächlich in der Mikrowelle. Kann ich jedem empfehlen, der mal so ein bisschen Kinofeeling zu Hause haben möchte, zumal man das dann ja auch warm aus der Mikrowelle bekommt. Das finde ich sehr cool. Also eine geile Nummer, dass es mit dabei war. Yam yam. Das wird auch direkt gegessen. Also nicht jetzt, sondern irgendwann diese Woche. Warm und knusprig. In der Nummer 23 ist etwas drin, was ich wirklich gerne mag. Das ist Honigsenf. Das könnte man theoretisch zusammen mit den Nudeln essen, denn ich liebe Nudeln in Honigsenfsoße. Ich liebe irgendwie auch gefühlt alles in Honigsenfsoße. Auch Fisch in Honigsenfsoße und Kartoffeln in Honigsenfsoße, Eier in Honigsenfsoße. Mega lecker. Und das hast du hier halt drin, ne? Richtig toll, das ist schon fertig. Ich meine, Honigsenfsoße kannst du dir schnell zumischen. Aber ja. Ne? Aber hier ist auch Aprikosenpüree mit drin. Okay, hier steht tatsächlich drin, dass man das hauptsächlich für mariniertes Grillgut nehmen soll oder dass man quasi das Grillgut darin marinieren soll und dann auf den Grill. Ja klar, dann karamellisiert das. Das ist natürlich auch ziemlich lecker, ne? Ja, aber finde ich ganz lecker, finde ich interessant, cool, dass es dabei ist. Ich mag sowas. Kannst du zu allem essen, Leute, zu allem. Yum.
In der Nummer 24 haben wir eine Schokolade von Haché drin. Und zwar ist das mit dunkler Vollmilch und Zimt. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich eher so in der Weihnachtswoche essen werde und nicht davor. Tatsächlich, ja, interessant. Das ist Heiligabend drin. Und das war's auch schon. So viele schöne Sachen habe ich hier stehen. Och Mensch, ich habe gerade noch mal geguckt, der Kalender ist wirklich komplett leer. Mehr? Ja, naja, so ist das halt, ne? Ich blende euch hier mal den kompletten Wert von den ganzen Produkten ein, die sich hier in dem Kalender versteckt haben. Bin ganz gespannt, was der Wert so sein wird. Aber ich finde einfach, dass der Kalender seinen Preis wert ist. So, weil leckere Produkte, Produkte, die man sich nicht unbedingt alltäglich kaufen würde. Von daher, ja, ich finde es toll. So, ihr Lieben, dann würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Habt eine wunder, wunder, wunderbare Vorweihnachtszeit. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier meine Playlist von den ganzen Adventskalendern 2018. Hier meinen neuesten Upload und auf der Seite könnt ihr, wenn ihr möchtet, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!